Mission erfolgreich abgeschlossen. Moin, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ghost Recon Wildlands. Mein Charakter schaut schon über seine linke Schulter hinüber zur Insel und da müssen wir jetzt hin. Ich habe jetzt hier eine neue Sitzung angefangen, deswegen stehe ich jetzt nicht nachts da drüben an der Spitze von diesem komischen Atoll da. Nein, diesmal sind wir hier an so einem kleinen Hafen. Das scheint so eine Art Rebellenstützpunkt zu sein. Und hier kann ich mich sogar neu ausrüsten. Ich muss aber keine Munition nehmen. Wartet mal, genau, Ausrüstung kann ich mir hier nehmen. Ich kann mir mal ein Scharfschützengewehr jetzt nehmen. Eins, das ich mir ja schon mal freigespielt habe, glaube ich. Hier, AK mit Fernrohr. Und dann habe ich hier dieses US Marines Kammerverschlussgewehr. Genau, das könnte man doch tatsächlich mal ausrüsten, würde ich sagen. Denn dann können wir nämlich mal so ein paar von diesen Typen, das hat sogar einen Schalldämpfer, guckt mal. Dann können wir ein paar von den Typen nämlich aus der Ferne tatsächlich natzen, würde ich sagen. Habe ich das jetzt schon dabei? Gehen wir mal gucken. Habe ich das jetzt? Oh yeah, Baby. Haha. So mag ich das. Und ich habe hier hinten noch Supplies gesehen. Die werden wir doch gleich mal markieren, würde ich sagen. Puerto Grande. Genau, denn wir müssen nämlich noch Öfen und Mischmaschinen zerstören. Von diesem Coca-Kram da, diese, auf dieser Coca-Insel. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Genau, da ist doch schon ein Rebell. Hä? Wo? Wer? Wie? Was? Wann? Wisst ihr was? Ich glaube, Seit wann lege ich mich mit C? Ah ja, stimmt. Ich muss erstmal wieder auf die Steuerung klarkommen. Das ist ja eine neue Sitzung. Mensch, das gibt's ja gar nicht. So, jetzt gucke ich mal, wie gut dieses Scharfschützengewehr ist, ob ich von hier Leute anvisieren kann auf der Insel. Oh, Tatsache, guckt euch das mal an, ey. Ups, Moment, das war so jetzt nicht geplant. Jetzt habe ich aus Versehen die Waffe gewechselt. Jetzt, so. Ja, das ist doch schon gar nicht mal so schlecht, oder? Wenn wir uns jetzt hier auf so ein Boot begeben und dann von da aus so ein bisschen snipern, das geht doch bestimmt, oder? Schauen wir mal. Ich gehe mal jetzt hier an Bord. Alle an Bord. Was jetzt mit denen? Ah ja, Moment. Ich habe jetzt auch mitgekriegt, wie ich Sitzwechsel mache mit mittlerer Maustaste. Das wurde zwar schon die ganze Zeit eingeblendet, aber irgendwie habe ich es bisher nicht ganz realisiert. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, wenn ich heute ein bisschen langsam sein sollte. Leute, was macht ihr? Er ist einfach so ganz lässig, hat er sich fallen lassen ins Wasser, herrlich. Falls ich ein bisschen verplant und langsam sein sollte, das ist so, weil ich ein bisschen wenig geschlafen habe, mal wieder, ja. Ich bin ein bisschen verschlafen heute in dieser Sitzung und das kann nur lustig werden, weil das meistens so ist, wenn ich nicht richtig geschlafen habe. So, dann würde ich sagen, steigen wir doch mal hier aus. Hallo? Nein, nicht ins Wasser! Geh mal da hoch. Geh mal raus aus dem Wasser, komm. Man muss sich doch auf das Boot stellen können jetzt. Oder nicht? Was ist das denn wieder, ey? Es kam übrigens auch ein 4 GB großer Patch jetzt für das Spiel und ich habe jetzt auch die... Ein Auto abgefackelt. Vielleicht das Kartell, vielleicht Unidad. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe jetzt auch die GeForce Game Ready Treiber am Start. Hier ist ja Nachschub, Mensch. Lebensmittel. Alter, wie viele Nahrungspakete ich jetzt schon markiert habe. Die Waschmaschine da. Die Waschmaschine. Ihr merkt schon, es geht richtig gut los. Den Herd müssen wir nicht extra markieren, glaube ich. So. Jetzt schauen wir mal. Können wir von hier aus schon Typen natzen? Auf jeden Fall können wir das. Guck mal, da ist einer. Jetzt muss ich ja auch erstmal wieder neu markieren hier die Säcke. Scharfschütze im Turm. Scharfschütze. Alles Scharfschützen hier. Scharfschützen, die erschieße ich besonders gerne. Ich glaube, das sind sie alle, oder? Oder kann ich da noch einen markieren? Ich weiß es nicht. Nee. Ja, pass mal auf. Erstmal würde ich sagen, machen wir den weg. Kann ich irgendwie den Atem anhalten eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Oh yeah. Das ist sogar mit so einer Verzögerung, krass. Auf die Distanz, nicht schlecht. Den da natzen wir auch weg, würde ich sagen. Schön vorsichtig. Oh Gott, ey, scheiße. Jawohl, habt ihr das gesehen? Habt ihr diesen Schuss gesehen?
Oh yes. Das macht Spaß. Das mag ich ja sowas. Schneipen. Ich bin nämlich so ein dreckiger, kleiner Mistcamper. Ach, ich liebe es. Es ist so schön. Es ist so schön, so schön. Ich glaube, da hinten steht noch einer. Ich wüsste ja was, ich starte nochmal eine Drohne. Dann setze Drohne ein. Können wir die Saftnasen besser spotten. Huch, falsche Taste. Ich glaube, das haben die gar nicht jetzt gecheckt, ne? So, dass ich da jetzt schon Leute weggenatzt habe. Da ist schon mal einer. Da ist einer. Oh, Alter, das ist ganz schön viele, ey. Das macht fünf. Das sind schon eine Menge, muss man mal sagen hier. Hubschrauber ist auch wieder da. Aber der Turm ist schon mal nicht clear. Obwohl doch, nee, das ist glaube ich dahinter, ne? Der Typ steht dahinter. Hinter dem Turm. Nee, ja, die Seite haben wir jetzt schon echt gut geklärt, muss man mal sagen. Aber da läuft jetzt gerade ein Typ rüber. Ich weiß gar nicht, was machen die eigentlich, wenn sie jetzt da Leichen finden. Ich meine, uns sehen sie ja nicht in dem Sinne. Würde ich jetzt mal sagen. Können die doch gar nichts machen. Oh, da ist noch einer. Okay, das war's. Drohne Fuji Kaloto. Dann gehen wir doch hier nochmal ein bisschen am Strand lang und gucken mal, ob wir noch eine bessere Schussposition finden. Um vielleicht noch ein paar Leute wegzunatzen. Denn je mehr Leute wir jetzt natzen, desto weniger müssen wir uns dann natürlich vornehmen, wenn wir erstmal drüben sind, ne? Dieses Scharfschützengewehr ist schon eine geile Nummer. Da steht zum Beispiel einer. Und da hält er sich mit einem anderen oder kackt der nur? Ich glaube, der ist gerade am Kacken. Wartet mal. Oh shit, das war blöd. Das war gut. Alter, wie die fliegen, ey. Krass. Aber sie haben anscheinend nichts mitbekommen. Sie sind anscheinend ein bisschen langsam, so. war da was? War da gerade was gewesen? Ist da nicht gerade irgendwie eine Kugel neben mir eingeschlagen? Nein, es war wahrscheinlich eine große Biene war es. Moment, habe ich da nicht gerade schon den Typen sehen können? Ich glaube, ich hatte da gerade einen Typen gesehen. Oh, warte mal, da kommt einer hoch, glaube ich. Oder? Ach, das ist ganz weit weg. Oh, wie geil ist das bitte? Kann ich die wirklich alle von hier drüben platt machen? Nee, es geht, glaube ich, nicht, oder? Oder? Warte mal, hier habe ich wieder ein bisschen freiere Sicht. Wenn ich liege, ist das Gewehr ruhiger tatsächlich. Kann ich besser zielen, sollte ich mir merken auf jeden Fall. Scharfschützen legen sich ja meistens auch hin. Oh, da kann ich sogar wirklich noch einen anvisieren, guckt mal. Da, man sieht ihn. Oh Gott, wie krass knapp ist das denn bitte? Wenn ich diesen Schuss lande, meine lieben Freunde, es wird ein Meisterschuss, wird das. Guckt euch das an. Der Schuss fällt ab. Das ist eine ballistische Flugbahn, das ist ja krass. Aber jetzt sind sie natürlich aufgescheucht, ne? Puta madre. Okay, jetzt haben sie uns. Okay, da muss man natürlich dann mit rechnen, dass der Schuss so nach unten abfällt. Das kann einen natürlich ganz schön verraten, ne? Verstärkung rückt an. Ja, macht doch. Kommt doch. Oh, guck mal, die Wellen. Ja, kommt doch. Ihr wisst doch eh nicht, wo wir sind. Ha! Wir wissen nicht mal, wo der Schuss herkam. Auch geil. Huch, oh Moment mal, scheiße. Oh scheiße. Schieß doch, warum schießt der nicht? Schieß. Wow, oh Gott, ich habe drei Leute weggenatzt, bevor es mich erwischt hat, muss ich an der Stelle mal festhalten. Wo sind eigentlich meine Leute wieder? Was machen die eigentlich die ganze Zeit? Kaffeekränzchen? Wie er mit seiner Hand in mich reingreift. Ich glaube, meine Gedärme mussten mal wieder neu geordnet werden irgendwie. Ach, guck mal. Ah, scheiße, oh Gott. Der Scharfschütze hat uns anvisiert. Ja, toll. Ihr hättet mich ja auch mal wegschleifen können, ihr Saftnasen. Hinlegen. Eröffne das Feuer. Holy shit. Warte. Jawoll. Hast du nicht gesehen hier, kleiner Sack. Da kommt noch einer da hinten. Was macht der denn da, lol? Scheiße, der ist zu weit weg. Ah! Hallo, was ist denn hier wieder los? Wie können die mir so krass in den Rücken fallen? Oh! Was machen denn meine Leute eigentlich die ganze Zeit, frage ich euch, ey. Die machen gar nichts. Die stehen da rum und gucken einfach nur in die Gegend, oder was? Ach. Also mal ehrlich, wenn du solche Teamkameraden hast, ey, brauchst du keine Gegner mehr.
Ohne Witz. Ich verlasse mich da einfach mal drauf, dass mein Team einfach mal die Rückseite covert. Die können auch von einer Richtung kommen. Von einer Seite können sie kommen. Ist es so schwer, da mal einfach zu covern, ihr dämlichen Pfosten, ihr... Alter, da krieg ich so ein Kasper, krieg ich da wirklich, ey. Nicht möglich hier. So, nochmal das Ganze. Ich sehe einen Scharfschützen. Alter, scheiße. Gegner getroffen. Ja, toll. Wie sie mich jetzt gesehen haben, ey, weil der Schuss daneben ging. Und zwar um 1 Millimeter daneben nur. Habe ich es jetzt schon verkackt? Stehen sie jetzt nicht mehr rum? Da ist auf jeden Fall einer auf der Pirsch. Stimmt, den hatte ich vorhin auch weggenatzt. Ich hatte aber vorhin 3 Leute weggenatzt. Ja, jetzt kommt da schon Verstärkung, oder wie? Weil ich einmal daneben geschossen habe. Einmal habe ich daneben geschossen. Ja, da kommen sie wirklich schon. Scheiße. Okay, da müssen wir jetzt schnell sein einfach, ne? Okay, einer ist weg. Die denken, wir sind weg. Ja, aber hallo. Was, das war ein Kopfschuss? Alter, jetzt krieg ich mir doch nicht in den Schuss rein. Was macht ihr denn heute? Wer hat denn hier eigentlich nicht geschlafen? Ich oder ihr? Ihr seid so lustig. Okay, der ist weg. Schade, der ist nichts weg. Wo laufen die denn hin? Das sieht aus wie Hoppelhäschen irgendwie. Oh. Muss ja richtig aufpassen hier. Scheiße. Was? So nicht. So haben wir nicht gewettet. Scheiße. Nein, daneben, scheiße. Lad nach. Ja, ach was. Ja, ihr könnt ja auch mal schießen. Oh Mann, ich hasse euch. Ja, geil. Hallo. Oh Gott, das war knapp. Ey, meine Leute, ey, ne? Was macht ihr denn da? Es ist kein Badeurlaub hier. Ihr sollt nicht planschen gehen. Oh Gott. Kann ich nicht, bitte? Geht das nicht? Darf ich das nicht? Bitte sag mir, dass ich das darf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Einmal mit Profis. Einmal nur mit Profis. Ja, das kann doch nicht sein. Wisst ihr was? Schnauze voll hier. Rinder. Da bieten sich noch ein paar Sikarios an. Los, alle in die Schaluppe hier. Den falschen Weg. Bin drin, los. Ja, denn. Alter, mach. Beeil dich. Ah. Mio, mio, grazie, alter Schwede. So eine Scheiße. So, und jetzt muss ich da rein, ohne gesehen zu werden. Was wahrscheinlich ein bisschen schwierig wird, weil die mich ja schon gesehen haben. Naja, dann schauen wir mal, ne? Ich kann ja mal versuchen, hier auf diesen Felsen zu klettern. Und die dann hier alle von hier aus Platz zu machen. So, mal aussteigen. Ja, labern nicht. Ja, wie ihr da alle hochkommt und ich nicht. Ach so, ich kann klettern. Ja, das ist natürlich eine Option. Leg dich hin. Ja, das ist gut, wenn sie in die Irre laufen. Ich starte mal noch eine Drohne jetzt, wo wir hier mittendrin in der Höhle des Löwen sind. Würde ich sagen, ne? Aber hier ist doch einer gerade eben in Deckung gegangen. Ich wollte es gerade sagen, da ist doch noch einer oben. So, jetzt mal schauen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Ja, ja, Putos Matros. Putos Matrosos. Ist einer am Hubschrauber? Nee. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco, seis. Aha. Aha. Da drüben wird's ruhig. Die rechnen nicht mehr mit uns. Ach, das ist doch schön. Ich rechne auch nicht mehr mit mir, ehrlich gesagt. Also mit meinen Leuten rechne ich sowieso nicht. Davon mal abgesehen. Oh, das sind ganz schön viele. So, dann gehen wir doch mal raus aus der Drohne und versuchen doch gleich mal... Soll ich mit ihm anfangen da oben? Ist eigentlich am sinnvollsten, ne? Die Frage ist nur... Ja, das war sehr gut. Das war ganz hervorragend geradezu. Und jetzt... das ist ja kein Tango da, ne? Das ist ein Zivilist. Aber wenn der das sieht, wenn da einer weggepustet wird, rastet er doch bestimmt auch aus.
Egal, glaube ich, oder? Wartet mal. Muss mal gucken. Ich erschieße den Typen jetzt da. Ah, fuck it. Ah, fuck it. Ah, fuck it. Verzeihung für meine Wortwahl. Ich weiß, das schickt sich nicht so. Aber manchmal muss man die Dinge halt auch einfach mal beim Namen nennen. Aktion abgeschlossen. Bleihirn. Habe ich Kopfschüsse verteilt oder was? Scheint fast so, ne? Okay, die Zivilisten gehen einfach in Deckung. Da hinten ist ein Scharfschütze. Mal gucken. Ja, lad doch nach. Schnell. Lad doch einfach. Beeil dich. Dieses Nachladerad ist übrigens auch noch ein Überbleibsel aus dem ersten Teil tatsächlich. Oh, da ist einer. Ah, den treffe ich jetzt nicht. Die Arschlöcher kommen hier lang. Was tun? Das war gut. Das war's mit ihm. Ich habe nur noch, ich habe nicht mehr viele Schüsse übrig, ey. Oh, warte mal. Schnell, lad nach! Holy shit. Na, scheiße. Das war gut. Ich habe nur noch 8 Schuss für die Waffe. Sie beruhigen sich. Die denken, wir sind weg. Ja. Dann sind sie aber nicht besonders helle. Die armen Irren. Ich wollte gerade sagen, wenn er den jetzt nicht markiert hätte, dann wäre er auch ein bisschen blind gewesen. Irgendwer kommt da hoch. Die kommen hierher schon. Okay, da muss ich wieder mal nur warten, bis sie sich wie die Lemminge in einer Reihe aufstellen und dann einer nach dem anderen reinlaufen. Das wäre natürlich schon lustig, ne? Das hätte etwas Komisches. Kommt doch mal hoch. Leute, wo gehen die denn lang? Der steckt im Berg drin, kann das sein? Also irgendwas stimmt da nicht. Wartet mal, kann ich nicht hier... Ich kann ins Boot robben. Das ist irgendwie komisch, was da passiert. Wartet mal, ich will... Nein! Ich will eigentlich hier mal hoch auf den Felsen. Ich möchte gerne schießen. Ah, guck mal, hier kann ich klettern. Dann machen wir das doch. Oh, Alter, leg dich hin, ey. Leg dich bloß hin! So, jetzt gucken. Ja, es ist ein bisschen unkonventionell, aber ne, mit ein bisschen Aerobic kann man halt sowas auch hinkriegen. So, jetzt, wo zur Hölle sind jetzt die... Ah! Ah, scheiße. Ah, scheiße. Mann! So kann man auch Munition verschwenden. Ach, wisst ihr was? Wir schwimmen jetzt einfach mal ein bisschen. Und zwar schwimmen wir jetzt mal darüber an die Kante. Das war knapp. Ach Quatsch. Das war nicht knapp, das war blöd, da 3 Schüsse reinzufeuern wieder. Ich hoffe, hier gibt es irgendwo Munition zum Auffüllen. Sonst wird das hier ziemlich traurig, diese Nummer. Aber ich muss sagen, so ein kleiner Sniper war es da auch mal wieder was Feines, ne? Das ist auch mal wieder was anderes irgendwie. Hatte ich auch lange nicht mehr die Gelegenheit zu, muss ich sagen. Das ist echt sehr, sehr schön, muss ich sagen. Gefällt mir. Macht echt Spaß. Auch wenn meine Kollegen total beknackt sind und ständig im Weg sind oder beziehungsweise gar nichts machen auch manchmal. Lol, was macht er? Aufstehen, hinlegen, aufstehen, hinlegen. Er ist ein sogenanntes Stehaufmännchen. So, jetzt will ich mal gucken. Ich will noch einen von diesen lästigen Scharfschützen loswerden. Das wäre jetzt noch nice, wenn mir das noch gelingt. Wo sind eigentlich meine Leute? Was macht ihr da eigentlich? Ganz dicht beim Heli. Ja. Das hätte ich euch auch gleich sagen können, dass da einer ist. So, jetzt ist die große Frage. Die große Frage ist, wo laufen diese Typen da eigentlich rum da drüben? Man sieht die überhaupt nicht. Da hinten, hinter dem Sandsack, Berg, da hat sich einer verschanzt. Und da läuft einer rum da oben. Ja, den kriegen wir doch. Komm. Scheiße. Kann man da in das Haus reingucken? Ja, kann man. Da steht ein Zivilist, den sollte man natürlich nicht erschießen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen hochgehe... Oh, komm, den kriegen wir doch. Den kriegen wir doch. Der ist nur 100 Meter weg, ey. Den müssen wir kriegen. Das wäre sonst ein Skandal, wenn wir den nicht kriegen. Komm, komm, komm. Yes. Das ist ein Treffer. Ast rein. Ich habe nämlich nur noch 4 Schuss. Jetzt muss jeder Treffer sitzen hier. Und die Zivilisten rennen wieder weg, die blöden Idioten. Bleibt doch einfach mal geduckt hocken.
Der Scharfschütze, der hockt da drüben. Oh, kann ich den natzen? Nee. Alter, kriegt mit. Wie mir wieder durch den Schuss kriege. Da könnte ich wieder eskalieren hier, so ein bisschen. So, wir gehen jetzt hier mal hoch. Dann versuchen wir mal den Scharfschützen hinter diesem Verschlag da drüben wegzunatzen. Ist das ein Kopf da oder ist das. Ah, das ist ein Kopf. Oh shit. Nochmal, komm. Oh, Alter, wie er sich wegduckt. Mein Mist, nur noch einen Schuss jetzt. Ja genau, das wollte ich auch gerade sagen. Das lag mir gerade auf der Zunge. Puta Madre de da. So, ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ghost Recon Wildlands und ich muss die Waffe wechseln. Und sieht das hier gleich ganz böse aus. Ja, genau so meinte ich. Ah Mann, schieß. Oder oh, scheiße, Granate. Oh, Alter, das war knapp. Was, wo? Wo? Scheiße. Schnell in Deckung gehen. Okay, bis zur nächsten Folge Ghost Recon Wildlands. Bis dann, ciao.